Herzlich willkommen beim Motorradmagazin, meine Lieben. Heute geht es um einen Underdog, um eine ganz rare Marke, nämlich Jawa. Früher mal eine Kultmarke mit sehr, sehr vielen Erfolgen, auch im Motorsport. In letzter Zeit ja fast völlig verschwunden, aber es gibt ein kleines Revival. Es werden wieder Jawas gebaut, unter anderem diese hier, die Jawa Perak, brandneu. Ich bin damit schon eine Runde gefahren. Was es darum zu erzählen gibt, woher die eigentlich kommt, die ganzen Hintergründe und die ersten Feindrücke, das alles gibt es gleich. So, herzlich willkommen zurück beim Motorradmagazin. Jawa ist das Thema heute, habe ich schon im Intro gesagt. Und Jawa hat natürlich eine große Geschichte hinter sich. Viele Rennsporterfolge in Österreich, extrem populär. Erstens natürlich, weil die Tschechien unser direkter Nachbar sind, aber auch, weil es einen sehr rührigen Importeur in Österreich gegeben hat in der Nachkriegszeit. Und da gab es viele, viele Jawas auf Österreichs Straßen. Die kann man heute mit der Lupe suchen. Das sind wirklich die Stecknadeln im Heuhaufen. Könnte sich jetzt vielleicht ändern, denn Jawa gibt es wieder, gibt es noch, je nachdem aus welchem Blickwinkel man das betrachtet. Die Firma ist nach wie vor in Tschechien ansässig, produziert dort aber keine Motorräder mehr, sondern lässt die in China fertigen. Eine eigene Modellreihe, 350er, Viertakter, gibt es in verschiedenen Ausprägungen, die werden dann in Tschechien komplettiert. Und zusätzlich hat man vor einiger Zeit die Markenrechte, die Namensrechte für Jawa für den südostasiatischen Raum an eine indische Firma vergeben. Und dort wurde dann ein neues Motorrad konzipiert, entwickelt und auf den Markt gebracht. Wie gesagt, das sollte eigentlich nicht nach Europa kommen, war nur für den südostasiatischen Raum gedacht. Und zwar war das die Jawa 300 CL und die ist in Indien eingeschlagen, wirklich wie eine Bombe. Ich bin das Motorrad auch gefahren. Ist wirklich ganz ein liebes, angenehmes, schönes Retro-Bike. Man wundert sich nicht, dass das in Indien richtig Konkurrenz macht, der großen Nummer 1 Royal Enfield. Also richtig, richtig schön. Und dieser Erfolg hat dann eben zwei Konsequenzen gehabt. Der erste, dass eben ein paar Stück auch nach Europa kommen, entgegen den Plänen, die eigentlich gehegt wurden. Und die zweite Konsequenz ist, dass man dann auch gleich ein zweites Modell aufgelegt hat. Und davor stehen wir jetzt. Das ist die Jawa Perak. Ja, also gebaut in Indien, ursprünglich für den indischen Markt. Ein paar Stück kommen nach Europa und wir sehen schon von der Figur, im Gegensatz zu dem Retro-Bike der 300 CL, ist die Stoßrichtung hier eine komplett andere. Wir haben hier einen Bobber vor uns stehen, einen Cruiser moderner Prägung. Alle Insignien eines Bobbers sind vorhanden, also 18 Zoll Vorderrad, auch ein bisschen breiter. Er treibt es allerdings damit nicht. Dann diese klassische Linie mit dem kleinen tropfenförmigen Tank, ca. 13,5 Liter, ganz flaches, ganz niedrige Sitzbank, 750 mm und dann diese abfallende Linie nach hinten. Und wenn man sich das schon anschaut, vor allem dieses Heck, das ist ja sicher die Zuckerseite von der Perak, dieses Heck, das ist natürlich inspiriert. Alle Kenner werden sofort zuordnen. Das ist Triumph Bonneville Bobber, also das gleiche System. Man imitiert einen Starrrahmen, man imitiert einen Schwingsattel. Die Wahrheit ist natürlich genau andersherum. Der Sattel ist fix verankert. Die Schwinge bewegt sich allerdings, ist natürlich gefedert und das Monoshock-Federbein, das sieht man auch sehr schön, wenn man da drunter hinschaut. Also das ist wirklich so schön liegend angeordnet. Also eine richtig schöne Konstellation, die man da hat, ist natürlich ein Einsitzer, ist klar. Also ein zweiter Sitz, der lässt sich da überhaupt nicht montieren. Aber wunderschöne Optik und man kann sich vorstellen, dass man da ansatzlos die Blicke auf sich zieht und oft angesprochen wird mit diesem wirklich witzigen Look, der sich daraus ergibt, der natürlich von der Triumph schon bekannt ist, aber hier erstmals im unteren Hubraumsegment angesiedelt ist. Wir haben ja 350 Kubik. Über den Motor, über die technischen Eigenschaften erzähle ich euch dann was während der Testfahrt. Jetzt nur mal der grobe Look, die grobe Einordnung. Dazu gehört natürlich auch der Preis. 7.500 Euro wären in Österreich für die Perak fällig. Die Preise in Deutschland versuchen wir noch herauszufinden und würden es euch dann in die Videobeschreibung dazu fügen. Ja, also das ist natürlich auch nicht ganz wenig Geld für ein 350er Bike, aber es ist im Detail auch sehr, sehr schön gemacht. Wir streichen da mit der Kamera ein bisschen herum, schauen uns das an. Und als erstes gehen wir jetzt natürlich in den niedrigen Sattel
und machen einmal eine Testfahrt und schauen uns einmal an, wie sich die Berag auf der Straße gibt. So, jetzt sind wir unterwegs mit der Java Berag, dem Boba aus Tschechien, beziehungsweise eigentlich aus indischer Fertigung. Wir sind heute schon ein bisschen da durch das Müllviertel geduckert, ganz vorne weg fährt unser einheimischer Guide, der Harry Schweighofer, der die Javas auch importiert. Bei ihm, bei seiner Congenia GmbH, kann man die auch beziehen. Und er kennt natürlich die schönsten Straßen da im Müllviertel. Ja, was kann ich euch schon sagen zum Fahren? Beginnen wir vielleicht mit der Sitzposition. Das ist eigentlich ganz angenehm, muss man sagen. Es ist sicher nichts, womit man bis zum Polarkreis oder bis zum Nordkap fahren will. Aber fürs Herumduckern, genau durch diese schönen Landschaften des Müllviertels, ist es ganz perfekt gemacht. Also ich bin ja 1,80 groß und ich kann mich da wunderbar raufhalten. Der Harry ist sogar noch ein bisschen größer und sagt, für ihn geht das auch gut. Also die Ergonomie, die passt. Der Sattel ist auch recht bequem, muss man sagen, die Beinhaltung. Klar, man ist da mit einem Bobber, mit einem Cruiser unterwegs. Also wie gesagt, man wird jetzt da nicht ewig weite Strecken fahren, aber für den Zweck, den man da abbilden will, absolut okay. Auch der Lenker liegt gut in der Hand, ist nicht allzu breit. Also das ist insgesamt ja eine schöne Haltung und ihr seht da beim Lenker links und rechts sind diese Lenkerendenspiegel draußen. Ich bin ja normal nicht ein Fan dieser Art der Spiegelbefestigung, aber da passt das eigentlich ganz gut und man sieht sogar richtig was drin. Auch recht verzerrungsfrei und es vibriert auch nichts. Also das ist alles wirklich sehr, sehr schön und passt alles gut ins Bild zusammen. Sehr markant ist natürlich dieser Lampentopf da vorne, das ist ja das Kennzeichen von den in Indien gefertigten Javas, also der 300 CL und der Berag. Das ist natürlich ganz was Eigenes, hat es ja früher oft gegeben in den frühen Tagen des Motorradfahrens, so eine Konstruktion mit dem intarsierten Instrument drin, also wirklich ganz was Eigenes, ganz was Besonderes, richtiger Eyecatcher. Praktisch ist es natürlich nicht, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das da so im Video genau seht, aber das ist, liegt viel zu flach, so wie jetzt, wie die Sonne steht, spiegelt es auch enorm. Also ich kann da praktisch so gut wie nichts erkennen. Man hätte da auf jeden Fall das Instrument ein bisschen aufrecht, ein bisschen schräger stellen müssen. Vor allem den unteren Bereich, da sehe ich überhaupt keine Zahlen. Man weiß dann natürlich ungefähr mit der Zeit, wenn die Nadel, wo die Nadel steht, dass das dann, was für Geschwindigkeit das in etwa ist. Und ja, ich meine, die Höllengeschwindigkeiten, die erreicht man damit ohnehin nicht. Also ich würde sehen, wenn ich da 160 fahre, weil das ist da links oben. Aber das ist natürlich nicht zu erreichen. Die Höchstgeschwindigkeit, die amtliche, ist 125. Und da bewegt man sich irgendwo da unten im verschollenen Bereich. Also das ist auch okay. Ein bisschen mehr Mühe, ganz ehrlich, muss ich sagen, hätte man sich dann schon bei den Zeigern nehmen können, insgesamt beim Ziffernblatt. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Das wundert mich eigentlich, weil ansonsten bei dem Motorrad ist ja überall sehr, sehr viel Liebe ins Detail hineingelaufen. Also bei den ganzen Abdeckungen, vor allem den Motorabdeckungen, aber das Java-Logo, der Java-Schriftzug, der findet sich ja sogar bei den Außenseiten der Gummifußraster. Also es ist wirklich, man hat da keine Stelle ungenutzt gelassen. Das zeugt eben von dieser Begeisterung. Und da hätte man ruhig sich da nach vorne ein bisschen mehr beschäftigen können. Es gibt auch noch ein kleines LC-Display ganz oben, aber da kann man wirklich nur den Kilometerstand, den Gesamtkilometerstand ablesen. Also ja, da gibt es wirklich nicht viel zu bedienen und entsprechend schlank sind auch die Armaturen, die Lenkerarmaturen links und rechts ausgeführt. Man kann da wirklich fast gar nichts machen. Also ganz klassische Schule, links die Hupe, der Blinker, der Schalter fürs Fernlicht, die Lichthupe ganz vorne und rechts, das ist nur der Starter und der Killschalter. Also es ist wirklich reduzierter geht's praktisch nicht mehr. Kommen wir zum Fahren. Das Fahrwerk ist erstaunlich komfortabel. Wir haben ja hier bei so einem Bobber mit einer niedrigen Sitzhöhe von 750 mm konzeptgemäß sehr kurze Federwege.
Und trotz dieser kurzen Federwege ist es aber sogar erstaunlich komfortabel. Also das lässt sich gut aushalten da, auch auf den kleineren Straßen, die vielleicht nicht so gut benannt sind. Ansonsten, ja, bei schneller genommenen Kurven, da kommt natürlich da und dort ein bisschen Bewegung ins Fahrwerk, aber das will man da auch jetzt nicht überbewerten, sondern im Grunde ist es ein schönes Dahincruisen, so wie es auch sein soll. Die Berak ist auch relativ beweglich, also kann mit ja, geringfügigen Input so schöne Richtungsänderung erzeugen. Auch halbwegs präzise, lenkt also wirklich schön ein, bleibt dann auch schön in Schräglage. Allzu tiefe Schräglagen will man ohnehin nicht angehen, weil die Reifen, das ist eine indische Eigenmarke, CEAT heißen die. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche, auf jeden Fall so steht es auf den Reifenflanken oben. Wird auch von Royal Enfield gerne verwendet und die sind ein bisschen hölzern. Also das ist wahrscheinlich das einfachste Tuning, das man machen kann, dann irgendwann einmal ein bisschen hochwertigere Reifen drauf zu geben. Aber ansonsten, also für den Zweck, so wie wir hier durch die Landschaft gondeln, auch da muss man sagen, das hat halt einen bestimmten Einsatzzweck, dieses Motorrad, und das bilden auch die Reifen und auch das Fahrwerk sehr gut ab. Übrigens, sehr zufrieden bin ich mit den Bremsen, sowohl vorne als auch hinten gibt es ja hier jeweils eine Scheibenbremse und natürlich ABS ist ja vorgeschrieben, also Zweikanal ABS vorne und hinten separat, und das funktioniert wirklich gut. Die Bremsleistung ist absolut ausreichend und bringt auch viel Sicherheitsgefühl mit an Bord. Also das funktioniert, das ist gut gelungen. Damit sind wir jetzt beim Motor endlich, und auch da muss ich sagen, Kompliment für die Motorenentwickler. Ich bin ja letztes Jahr die Java 300 CL gefahren und habe mich da schon gefreut, dass dieser Motor so elegant läuft, so elegant anspricht. Das ist ja ein bisschen Ausnahme in dem Segment, ein flüssig gekühlter Einzylindermotor. Also eigentlich eine, wenn man so will, modernere Bauart. Vierventiltechnik auch, also ein sehr schöner Motor, und der ist ja jetzt etwas Hubraum erhöht worden. Also wir haben jetzt einen 350er, ganz konkret sind es 334 Kubikzentimeter, und damit einher geht eine Leistungssteigerung. Wir haben jetzt 30 PS auf der Berak, maximales Drehmoment von 33 Newtonmeter. Und das spürt man wirklich. Also das ist genau das bisschen mehr, was es meiner Meinung nach auch gebraucht hat. Also man ist jetzt sehr, sehr angenehm unterwegs. Natürlich reißt man auch mit 30 PS keine Bäume aus, das ist ja klar. Aber es ist für Landstraßentempo jetzt das bisschen mehr an Reserve parat. So müsste man es eigentlich sagen. Mit der 300 CL ist es so, dass das Wohlfühltempo irgendwo bei 80 bis 100 km/h liegt. Bei 100 km/h wirkt es dann schon ein bisschen angestrengt, und da ist dann oben auch schon nicht mehr viel möglich. Also da braucht man dann schon richtig Anlauf, dass es oben weitergeht. Und da schaut es dann doch ein bisschen anders aus. Also da kann man problemlos Wohlfühltempo auch die 100 km/h, also klassisches Landstraßentempo, bezeichnen. Und man hat immer noch ein paar Reserven. Man braucht einfach nur runterschalten oder auch noch Gas geben bei 100 km/h im sechsten Gang, und dann geht noch ein bisschen was weiter, und zwar sogar relativ hurtig geht es dann weiter. Also man hat wirklich noch Reserven, wenn man zum Beispiel jetzt einmal überholen muss und ein Fahrzeug, das ein 90er fährt, da kann man dann noch einmal richtig zügig davor fahren, und das macht es dann ein bisschen, ja, entspannter, möchte ich fast sagen. Die Gänge habe ich schon erwähnt, 6-Gang-Getriebe ist in dem Segment auch keine Selbstverständlichkeit. Und die unteren Gänge sind auch sehr eng gestuft. Das heißt, man muss auch fleißig schalten, um dadurch zu zeppen. Ein Beispiel ist, dass der sechste Gang eigentlich ab 60 km/h schon verwendet werden kann. Also ab 60 km/h beschleunigt er dann schon, also läuft er schön rum. Und man kann zügig weiter beschleunigen. Das bedeutet aber, dass man quasi bis 60, 70 km/h schon die unteren Gänge alle durchrepetiert haben muss. Also fleißiges Schalten ist angesagt, und oben dann mit dem sechsten Gang, der ist dann sehr lang ausgelegt, mit dem sechsten Gang dann gleiten sozusagen.
Ja, ist aber auch kein Problem, da das Getriebe wirklich sehr präzise funktioniert, sehr einfach geht. Auch die Kupplung ist ja jetzt nicht super leichtgängig, aber auch nicht schwergängig. Irgendwo mittendrin, das heißt, man fährt da ganz angenehm dahin und ja, wechselt emsig die Gänge durch. Ihr seht das jetzt, bin ich ungefähr bei 60 km/h, da gehe ich jetzt einmal in höchsten Gang rein. Das heißt, da geht es schon, wenn ihr dann Gas gebt. Ja, also schön langsam funktioniert es dann und geht es dann auch nach oben. Also ein, ja, in Summe entspanntes Dahinfahren, wenn man die Sitzhaltung mag, wenn man so einen Bobber mag, wenn man den Look mag, wenn man den Auftritt mag mit so einem Bobber, dann ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man sich ansehen sollte. Vom Fahren her elegant, einfach, problemlos. Ja, wenn man in den höheren Tourenbereichen unterwegs ist, das habe ich noch vergessen zu sagen, da kommen natürlich ein paar Vibrationen zustande, die treten da zutage, aber das ist auch kein allzu großes Problem. Man kann das auch als Charakter verbuchen, so wie die großen Brüder und Schwestern, die Bobber, eben brabbeln und richtig mächtige Eruptionen haben. Da gibt es natürlich dann im kleineren Segment auch kleinere Vibrationen, das ist ganz klar. Aber das ist okay, also nichts, weswegen man sich großartig aufregen müsste, sondern ja, gehört einfach ein bisschen dazu. Kleiner Einzylinder, da darf man sich da keine extremen Wunder erwarten, aber von unten weg zum Fahren sehr, sehr schön. Wenig Lastwechsel, greift das Gas sehr elegant auf, wenn man schaltet. Also man kann, wenn man bewusst fährt, kann man richtig schön elegant dahinfahren, richtig schön gleiten. Und ja, darum geht's. Und das mache ich jetzt noch ein bisschen. Ich vollende unsere Testrunde durch das Mühlviertel, das jetzt gerade ganz prächtig ist. Es blüht überall. Es ist nicht viel los auf den Straßen. Also eine wunderschöne Zeit zum Motorradfahren, gut 20 Grad, richtig schön. Und das mache ich noch und dann melde ich mich noch einmal mit meinen Schlussworten, mit meinem Resümee zur Java Perak. So, das war also die erste Testfahrt mit der Java Perak im Mühlviertel. Ich muss sagen, mir hat es wirklich Spaß gemacht. Es ist ein lustiges, kleines Motorrad mit einer gewissen technischen Eleganz, vor allem beim Motor, der vom Motor herrührt. Sicher, wie gesagt, nichts für weite Strecken. Ein bisschen tut dann dahinter dann schon weh, wenn man länger damit unterwegs ist. Aber es ist natürlich auch ein bisschen Show. Es ist ein bisschen Lifestyle, das da mitschwingt. Und deswegen würde es mich von euch interessieren, wie findet ihr das? Java, ein Bobber? Ist das ein bisschen ein Sakrileg oder ist das durchaus okay, dass man jetzt auch neue Wege geht, andere Wege geht mit einer, ja, Kultmarke, mit einer Traditionsmarke? Freue mich über jeden Kommentar, freue mich natürlich, wenn wir uns bald wiedersehen. Es gibt viel zu erzählen, die Saison ist ja jetzt voll im Gange. Wir haben noch ein paar Präsentationen, wo die Kollegen auch unterwegs sind. Wir sind natürlich fest beim Testen. Jetzt brummt es ja richtig. Jedes Monat gibt es ein neues Motorradmagazin. Also ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Die Geschichte findet ihr ja natürlich auch in einem unserer Hefte, und zwar in der Ausgabe 4 2022 mit allen technischen Daten. Natürlich bei uns zu bestellen auf der Homepage oder gleich digital zu lesen. Also es gibt viele Möglichkeiten, dass wir uns wiedersehen. Würde mich freuen, wenn das passiert, und sage herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis bald.